Es ist eine erfundene Realität, mit der wir es zu tun haben. Das heißt, wir werden auf der Bühne uns bekannte Räume sehen, die ineinander verschachtelt sind. Das heißt, es ist ja eigentlich fast wie ein surreales Zusammenkommen. Es steht nebeneinander, was man so erstmal nicht nebeneinander erwarten könnte. Also eigentlich wie Risse in der Realität. Und die haben wir versucht, auf der Bühne zu bauen. Bei der Bühnentechnik Oper sind insgesamt 60 Bühnentechniker. Bühnentechnik als solches hat die Hauptfunktion, die Dekoration in den Werkstätten abzuholen, aufzubauen, einzurichten, Änderungen vorzunehmen, falls was nicht passt, was Gott sei Dank nicht allzu oft vorkommt. Auf- und Abbau der Dekoration zwischen den wechselnden Vorstellungen im Repertoire, das so vorzubereiten, dass man zum richtigen Zeitpunkt proben bzw. spielen kann. Bei der jetzigen Produktion Oriente ist es eigentlich die große Herausforderung an die Bühnentechnik, dass die Dekoration als solches nicht über Maschinen bewegt wird, sondern alle Teile, die sich bewegen auf der Bühne, auf dem Schachbrett, werden von Technikern bzw. Statisten geschoben. Die Drehungen, die werden natürlich über die kleine Zylindertribüne vollbracht und durchgeführt, aber alles, was sich auf der Bühne bewegt, wird von Technikern bewegt. Also ich glaube, Weber ist ein Türöffner. Weber geht einen Schritt in ein unbekanntes Terrain und die anderen, also Berlioz oder Wagner, die folgen ihm. Zum Beispiel das Paar, das böse Paar oder nennen wir es das schwarze Paar in der Oriente ist eindeutig das Vorbild für das schwarze Paar in Lohengrin. Bei diesem Stück jetzt ist mein Ansatz, die Brüche, die dieses Werk hat, nicht zu kaschieren, sondern im Gegensatz auszustellen. Also das ist stilistisch so unterschiedlich. Manchmal hat man das Gefühl, es ist Rossini, dann Gluck, dann Berlioz, es ist aber immer Weber. Man muss es so krass, wie es ist, hinstellen und es muss sich von selbst zusammensetzen. Ich habe einen Heidenrespekt vor Johannes Ehrer, dem Regisseur, und Heike Scheele und Gesine Völlm, die das Ganze auf die Bühne gebracht haben. Hier haben die einen Raum erfunden und auch eine Art der Inszenierung, die einerseits enorm musikalisch ist, also die den Umbrüchen der Musik ganz fein nachhört. Und die gleichzeitig das stilistisch Vielfältige auch auf der Bühne abbildet. Also ich finde, sie haben eine tolle Bildsprache gefunden, um diesen romantischen Aspekt, diese spezielle Romantik zu erfassen und gleichzeitig aber ja, eine Bildwelt zu finden, die einen Bezug zu uns hat. Was bei uns im Zentrum steht, sind eigentlich die zwischenmenschlichen Konflikte. Und es endet ja auch nicht gut. Der Regisseur Johannes Ehrert hat mal so schön gesagt, wenn Verzeihen eine Möglichkeit wäre, dann würde alles ganz anders ausgehen. Aber in diesem Stück gibt es das Verzeihen eben nicht.